Hallo, herzlich Hallöchen, liebe Freunde meines Kanals und natürlich auch liebe Freunde von Yugas Kanal. Willkommen hier zu der nächsten kleinen Runde Sommerland. Tralala. Das Sommerland heute sogar mal im Sommer. Und ich fange auch direkt an. Du fängst direkt an, Viel ich auch. vor. Viel vor heute hier. Dein Hauptsächlich. komischer Typi hier ist bei mir jetzt unten im Partysaal angekommen. Will jetzt Party machen. Ja, offensichtlich. Der läuft da unten jetzt bestimmt rum. Macht ihr heute Party? Also ich mache heute Party. nee, ich mache hier heute ein paar Schönheitsarbeiten. Einfach noch hier so die Optik ein bisschen vercoolern. Ja, ich bin hier auch gerade nochmal am Rumbasteln. Wurde auch geschrieben, dass das wohl ganz angenehm ist, dass wir hier nicht nur hier großen Rohbau machen, sondern schon direkt auch mal die Inneneinrichtung mitmachen. Wie gesagt, es Natürlich. macht ja auch am meisten Sinn, wenn man dann die Inneneinrichtung macht und feststellt, das passt hier irgendwie alles nicht ineinander und da muss man also mal von vorne machen und so. Das ist Ja, immer. eben, das wäre ja doof und so. Ich habe übrigens heute mal Meine. ein neues Texture Pack drin, das könnt ihr euch mal angucken. Hier, das Ganze nennt sich R3D Craft Smooth irgendwas. Ja, einfach mal, dass hier ein bisschen Abwechslung auch mal mit reinkommt. Nicht immer nur derselbe Scheiß, sondern auch mal was anderes. Ich habe hier zum Beispiel eine ganz coole Idee gepostet bekommen. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich die direkt mal umgesetzt bekomme. Ja. Und zwar hier einen Kronleuchter reinzusetzen. Ich meine, eine Idee in der Art hatte ich ja auch mehr oder weniger schon, aber wusste natürlich noch nicht so, wie ich das jetzt am besten umsetze. Ja. Und habe dann aber auch gleich die richtige Umsetzung dafür bekommen. Man kann den nämlich hier so an Zäunen runterhängen lassen. Das ist natürlich eine geile Idee, auf die ich so vorher noch gar nicht groß gekommen bin. Das sieht ja mal geil aus, was ich hier gerade mache. Ich mache hier gerade so ein bisschen eine Verzierung, die jetzt gerade eher so entsteht, weil, also war eigentlich nicht geplant, was ich hier jetzt gerade mache, aber komm mal her, Draki. Warte. Musst du dir mal angucken und mir die Bestätigung geben, dass das cool aussieht. Hier. Ich bin hier draußen. Dieses Gebilde hier habe ich nur aus Treppen gemacht, also nur aus diesen Treppenblöcken. Cool. Also aus Stufen oder aus Treppen? Aus den Stufen. Cool, Cool. ne? Das hat was. Das ist mein Kronleuchter. Ja, ich habe jetzt ja, wie gesagt, noch so ein Guffel, also es guffelt nicht. Es sieht halt irgendwie ganz cool aus, aber die Glowstones sind jetzt hier nicht ganz so besonders, aber sieht ganz nett aus. Du kannst ja hier noch so einen Zaun drumrum machen oder sowas. Oder soll ich das lieber mit Fackeln machen? Warte mal. Ja, Fackeln wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich mache jetzt hier erstmal diesen Wobei komischen. wir ja sonst hier so ziemlich alles mit Glowstone gemacht haben. Ich zünd dich an. Aha, jetzt brennst du. Oder auch nicht. So Wieso gerade den brennt Typen der nicht? angezündet, der hier rumlief. Ja, aber wieso brennt der nicht? Außer wärst du dir reingelaufen. Ja, ich will den jetzt auch mal ganz gerne loswerden. Deswegen gebe ich mir mal ein Diamantschwertchen. Und box ihn um. Yeah. So. Bist du tot? Mal wieder. Okay. Wollte ich aber. Diese Behelfsleuchten, die kann ich auch mal wegmachen. Wie kann ich hier keine Fackeln anbauen? Jetzt wird's dunkel hier. Ich würde auch ganz gerne ein Fensterchen irgendwie einbauen. Was ist denn bitte ein Stein in Klammern Silberfischchen? Ah, Hilfe! Silberfischchen. Da kam was raus! Geh weg! Wie, Geh wo weg! kam was raus? Aus den Stein, aus dem Stein in Klammern Silberfischchen. Wir sehen. Hab's tot. Aha. Aber hier, ich kann es dir ja zeigen. Warte mal, ich mach dir das hier, mach das in deinem eigenen Turm. Warte. So, hier, hau mal drauf.
Ich hau drauf. Muss ihn kaputt machen. Ja, mit dem Diamantschwert ist recht schwer, warte mal. Diamant-Spitzhacke? Ne, das ist Diamant-Schaufel. Ich finde Spitzhacke. So. Hehe, wie lustig. Und tot. Kann ich dich eigentlich auch hauen? Nö. Gehst du weg? So, ich muss jetzt erstmal den Boden wieder flicken, den ich hier gerade zertrümmert habe bei der Jagd nach dem Silberfischchen-Dings hier. Du auch nix ganz lassen kannst. Ja, das war die Panik. So, hier baue ich jetzt noch ein kleines Fenster hier rein. Kann man das auch so machen? Das sieht bestimmt auch ganz lustig aus. Nee, kann man nicht. Schade. Rotes Glas. Ich weiß nicht, ich glaube, das mit dem roten Glas kommt das gut. Könnt ihr mir mal Feedback zugeben? So. Obwohl, findest du das? Weil das andere sah jetzt irgendwie epischer aus. Aber die Idee ist nicht schlecht, die Welt ist nur noch nicht bereit. Das ist ein richtig cooles Album, ich weiß nicht, ob du das kennst, und zwar von Tokotronik. Nee, ich glaube, das ist nur ein Lied, das ist kein ganzes Album. Ich check mal eben, ob sich das hier theoretisch, sich die Idee jetzt hier fortführen lassen würde, ob das es lohnen würde, darauf zu setzen. Aber irgendwie... Ja, das hat was. Aber wenn ich das jetzt hier mache, muss ich hier auch den Balkon umsetzen. Und so? Ja, das sieht doch schon eher nach was aus. Also wie gesagt, ich habe jetzt das falsche Texture-Pack dafür. Ich kann das mal ganz schnell umstellen. Ich kann ja mal eben mal das Chroma Hills wieder reinmachen. Mit einer ganz kurzen Verzögerung. Ansonsten können ja auch die Leute, die Community, einfach mal schreiben, was besser, welche Variante sie jetzt am besten fanden. Ja, aber meine Zuschauer, die sollen ja auch sehen, wie es jetzt mit dem Chroma Hills, also mit dem eigentlich offiziellen Sommerland-Texture-Pack aussieht, was auch der Sarazar benutzt. Dort ich hier auch eine coole Idee bekommen. Also es sieht dann so aus, also wesentlich cooler. Ich check das mal ab, so Mikrofon, check 1-2, ich komm mal eben reingesaust. Saus und raus. Ja, es sieht schon echt cooler aus, muss man mal sagen. Hat was. Hab ja auch den lustigen Tipp bekommen, guck mal, hier so Schilder ranzumachen als... Als Stuhllehnen, aber das Problem ist jetzt, dass ich irgendwie hier die nicht so nah aneinander kriege. Also, wenn der hier eine Stuhllehne hat, kann der hier keine haben und umgekehrt. Naja, dann müssen die sich halt alle in den Arm abreißen. Irgendwie doof. Schade. War aber eine coole Idee. Ja. Soll man so sagen. So, und was baut man hier hinten in die Ecke? Also, ich habe zum einen, war hier die Idee... Eine Statue vom König, wo ich so dachte, naja gut, aber eine Statue in Minecraft, die irgendwie auch was darstellen soll und nicht nur ein großer Klotz sein soll, da müsste ich ja hier gefühlte 20 Etagen hochbauen, das wird nix. Aber Springbrunnen war dann auch noch eine Idee. Da ich gedacht, das klingt doch lustig. Das ist bloß die Frage, wie baue ich hier, also Wasserbecken wäre ja dann in dem Falle eher, weil ich weiß nicht, wie ich hier plätscherndes Wasser reinbaue. Ihr wisst ja, wenn mir jemand sagen kann, wie, immer raus damit, immer her damit. Immer gerne. Einfach rauslassen. Jetzt überlege ich gerade, wie ich hier ein hübsches Wasserbecken einbaue. Ein hübsches Wasserbecken? Ey, ich bin hier noch gerade... Oh Gott, es ist hier schon wieder Regenland angesagt. Ich muss mal beim Sarazar beschweren. Der soll hier mal das Wetter auf dem Server deaktivieren. So. Ich glaube, jetzt hat das hier auch mehr Hand und Fuß. Ja, also ich bin halt hier wirklich heute mit irgendwelchen Schönheitsarbeiten beschäftigt. Einfach nur, ich hätte jetzt hier gerne noch eine Art Fensterchen drin.
kann ja mal gucken, was sind denn da so gerade die Optionen. Hier habe ich jetzt auf jeden Fall eine Treppe. Also bei der Treppe brauche ich ja nichts machen. Wir könnten hier zum Beispiel was einbauen. Hier so. Dann, ja. Ich mache hier ein Milchbad draus. Ein Milchbad? Nee, Milch kann man nicht verschütten. Okay, dann nicht. Das wäre es was, wa? Da wäre es ja echt wie Gott in Frankreich. Könnte ich schön im Milch baden. Ach, so wunderbar dekadent. So, jetzt habe ich hier schon mal ein kleines Wasserbecken. Immerhin. So, was mache ich hier noch mit was hin? So. So zu Entspannungszwecken sozusagen. Sieht jetzt irgendwie auch irgendwie kacke aus. Irgendwie. Nämlich überzeugt mein Wasserbecken hier auch noch nicht so richtig. Ich muss jetzt hier, ich habe hier die, es ist gerade auch Schnee mit hier. Ja, wir bauen hier ja an der Schneegrenze ein verschneites kleines Traumschloss. So. Ich habe jetzt gerade mal kurz meinen Thronsaal unter Wasser, mein Partysaal unter Wasser gesetzt. Kacke, nee, das ist scheiße, Mann. Ernst, das sieht doch nach nichts aus. Hundsgedicke. So. Zack, zack, wieder zu damit. Also mit der Seite bin ich soweit zufrieden. Man könnte vielleicht hier oben noch irgendwas hin. Ja, hier natürlich dann direkt die Bücher. Naja. Gut, das funktioniert hier gerade nicht. Das sieht sehr lustig aus. Vielleicht könnte man da hier draußen noch einfach was dran setzen. Irgendeine Sache. Also mit der Seite bin ich eigentlich vollends zufrieden. Hier habe ich ja darum das hier gebaut. Das ist eigentlich auch ganz toll. Ah ja, und hier oben wollte ich noch was dran ändern. Auch wieder so alles nach dem Motto, die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit. Ich bin auch hier gerade noch am Gucken. Weil irgendwie ist mir das hier, das sieht mir hier zu. Also grundsätzlich finde ich hier meinen weißen Brunnen ganz wunderhübsch. Aber irgendwie war noch nicht so ganz das Wahre. Hätte hier oben vor, hier noch so eine Art bösen. So eine Art Observatorium oder sowas zu machen. Aber auch alles noch nicht so ausgereift. Aber ich bin gerade voll auf Tokotronik geeicht, ne? Ich könnte jetzt loslegen. Jungs, hier kommt der Masterplan. Da, da, da. Oh mein Gott. Dass ich dann noch irgendwie Ärger kriege mit der GEMA oder so. Oder mit der Polizei des guten Geschmacks. Wohl eher. Wer würde sich trauen, etwas gegen Tokotronik zu sagen? Hallo? Ja, wenn du singst. Weiß doch. Pure Vernunft darf niemals siegen. Wir brauchen dringend neue Lügen. Ja, das sieht jetzt schon besser aus hier. Ja. Oder vielleicht doch ganz anders? Nee, irgendwie auch noch nicht. Ich glaube, ich mach das Dach hier massiver. Also. Ich krieg mal Wasser hier nicht mehr weg. Aber wie viel Arbeit so ein einzelnes Dach fressen kann, ne? Das glaubt man nicht. Ich glaube, ihr hört doch gerade gar keine Minecraft-Geräusche. Weil ich halt alles hier so leise bei mir eingestellt habe. Aber ihr habt ja lustige 8-Bit-Musik im Hintergrund. Gut, jetzt sind die Minecraft-Geräusche auch nicht so spannend. Und weißt du, sag ich, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Na? Wir haben schon lange nicht mehr an der Geschichte hier weitergearbeitet. Ich glaube, einige nette Ideen gab es ja. Also ich fand ja die Idee am geilsten mit der Zauberer wohnt über dem Festsaal, damit der König sehr schnell ungeliebte Gäste los wird. Meinst unser guter Freund Grunzgenickel?
Dagi liebt diesen Namen. Merkt euch, Leute, wenn ihr Frauen verführen wollt, denkt euch einfach pannige Namen aus. Als wenn du mich verführen könntest. Ha. Mit Grunzgenigel. Erinnert mich irgendwie an den doofen Schmerz. Doofen Schmerz hat sich einen Hula-Hoop-Reifen gekauft. Finden Sie auch, was er damit vorhat. Genau. Ich heiße doof und ihr tut, was ich sag. Wupp, wupp. So. Ja, so langsam, aber sicher. Ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, ob das hier so cool ist, wie ich das hier mache. Ich habe da schon eine gewisse Vorstellung. Es kommt auch schon relativ nah ran, was ich hier mache. Aber ist irgendwie alles noch nicht so ganz das totale Gelbe vom Eis. Noch nicht so Yellow von The Egg. Spricht einfach ein wunderbares Englisch, Draki. Besser als... Yeah. My English is not the Yellow from The Egg. So. Gab es da mal einen lustigen Twitter-Kanal? Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. So, jetzt habe ich hier meinen Plattenspieler eingebaut, damit man das hier damit das hier so derbe Entspannungsecke ist. Ne? Ein Plattenspieler. Ich glaube, jetzt wären wir aber echt zu modern, oder? Ein Plattenspieler? Sagt denn, dass das hier nicht modern sein darf? Ja, aber Plattenspieler ist doch jetzt echt schon... Das kann man ja irgendwie gar nicht mehr verkaufen. Dark Souls gibt's keine Plattenspieler. Da gibt's schöne Marmorschlösser, aber keine Plattenspieler. Dann habe ich jetzt noch mal eine ganz andere Idee. Ich versuche, mein Dach zu verschönern. Erfolglos. Alles wird hier vollgeschneit. Das ist scheiße. Weil der Winterdienst versagt. Euer Vorteil ist, ihr könnt jetzt einfach bei Draki in die Folge reingucken. Dann wisst ihr, was sie die ganze Zeit macht. Nee, ich weiß das nicht. Ich stehe jetzt hier rum und darf gerade ein Dach ziegeln. Mit Ton. So. Aber es ist langsam, aber serious. Das Dach war mir einfach zu klein gesetzt. Es ist nicht so schön mächtig, wie man das eben kennt, so von so Märchenschlössern. Wenn bei uns keine gute Fee drin wohnt, sondern Grunzgenigel, der sich niemals die Füße wäscht. Das ist echt. Deswegen haben sie ihn ja auch in den Turm verbannt, weil sie meinten, den Geruch von den Füßen, das kann ja kein Mensch mehr ertragen. Ist er hier im Turm gelandet. Ich suche gerade Falltüren. Gib doch einfach in die Suche einen Falltür. Sorry. Aber effektiv. Kann ja jeder. Yep. So. Ach, Falltür ist bei Redstone. Okay, da muss mir auch einer sagen. Maria, believe me, I like it loud. Ja, das sieht jetzt ja schon eher so turmmäßig aus hier. Kannst ja dann, müssen dann glaube ich, gleich fertig hier, oder? Ja, müssen gleich wieder Schluss machen. Ah. Ich mach Schluss mit dir. Kannst du gleich mal gucken hier? Ich bin ja hier gerade in den letzten Griffen mit meinem neuen Dach hier. Ich weiß nicht, wie ich mein cooles Wasserbecken hier derbe verzieren soll. Mit Wasserbecken. Egal.
Ja, sieht das irgendwie Könnte ich mir cooler übrigens mal aus. merken, dass ich dann nachher vielleicht auch für den König eine Badewanne baue oder so. Ja. Okay, also ich bin hier fertig mit meinem Dach. Das sieht jetzt irgendwie schon irgendwie cooler aus. Ich kann sagen, ich habe heute erfolgreich quasi nichts geschafft. Wo arbeitest du denn gerade? Dann gucke ich mal bei dir vorbei. Nö, ich will jetzt bei dir gucken. Okay. Ja, ich habe hier an meinem Dach gemacht. Ui. Sieht jetzt ein bisschen wuchtiger aus, ne? Ein bisschen Ah. mehr nach Schlossdach. Guck nur eben, ob auch alles, ja. Wir können das auch hier noch so mit hochziehen. So, hier. Ich will Ja, es hat demnächst mir mal wieder einfach. da drüben ein bisschen weiter bauen, ein bisschen noch mal ein Es hat bisschen mir in die Höhe, einfach. in den nächsten Ja, das Zimmer ist doch bauen. jetzt schon fast perfekt. Weißt du, was mir gerade hier drüben mal auffällt? Wenn jetzt hier da die Teppiche und alles schon blau ist, dann sind wir hier alles Bei komplett dem blau. Blau hat jetzt bei mir einer geschrieben, findet er irgendwie nicht ganz so geil. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, was meint ihr bei der Draki, so der Farbton da hinten. Hab's ja in der letzten Folge schon mal gezeigt, in das Blaue rein. Euer Ding oder eher weniger, könnt ihr da in die Kommentare mithauen. Hier, ich sag's euch mal. Hier fängt Draki jetzt auch an, so ein bisschen Blau mit reinzumischen. Also ich persönlich, na, ich Ich mache weiß auch jetzt nicht, jede ob das so Etage in geil einer ist. Farbe. Die nächste Etage wird gelb. Das erinnert mich dann irgendwann nur noch am Mirror's Edge. Die Klappe Aber und wir hilf mir hoffen. mal hier schnell hier den roten Nee, ich Teppich durch muss. Ich habe blauen. gerade noch. Ich habe gerade noch eine fette Idee für mein fettes Dach hier. Voll fett. Muss umgesetzt werden. Sieht echt besser aus so. Oder ich habe ein Loch in die Decke gehauen. Mal wieder. Ist ja auch irgendwie nichts mehr so richtig Neues. So, jetzt machen wir hier draußen noch das Zeugs im blau mit blauen Glasscheiben, dann ist die ganze Etage blau-weiß. Also mir gefällt mein neues Turmdach. Könnt ihr mal in die Kommentare was dazu schreiben. Da könnte man irgendwie auch noch was in den Dachstuhl mit reinbauen. So, jetzt gucke ich mal an, was die Draki hier Schönes noch gemacht hat. Draki haut sich irgendwie ständig irgendwie wieder irgendwo Löcher rein. So. Ich zeig dir gleich mal mein Wasserbecken, das sieht irgendwie nicht Ja, ganz so muss cool ein aus. Wasserbecken. Ich muss nur schnell mal hier die Brüstung neu aufbauen. Mach das mal. Das ist im blauen Glas natürlich. Wie gesagt, ich liebäugel dann damit, die nächste Etage gelb zu machen. Denken sich einige Leute, oh mein Gott! So, komm rein hier. Ja, schneit auch gerade. Es schneit auf der Höhe, auf der wir sind, irgendwie immer. So. Wir sind auf Schneehöhe. Also hier, also das ist jetzt aber nicht das königliche Planschbecken. Nein, das ist einfach nur ein Wasserbecken, was quasi ein Brunnen sein soll, der aber nicht springen kann, weil ich nicht weiß, wie ich sprinkelndes Wasser mache. Echt, 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 da kann ich dir helfen. Ach. Vorhin jammer ich hier eine halbe Stunde rum, dass ich nicht weiß, wie man sprinkelndes Wasser macht und der sagt nichts. Warte mal, also ich würde das anders machen. Also ist jetzt nur eine Idee. Aber dann musst du hier eine Reihe weiter. Mach hier mal bitte Wasser rein. Noch einmal. Ich kann mir auch mal Wasser adden. Bin ich nebenbei schon wieder auf dem alten Texture Pack. Schade eigentlich. So. Und jetzt machst du einfach. Also würde ich es halt machen. So, und jetzt. Ach so, ja, cool. Ja. Na, guck mal, ne? Ha! Ist das was? Ist Ja, das sehr was? schön. Cool, ne? Also das kann man jetzt noch irgendwie anders positionieren, aber von der Idee her, so würde ich das machen. Ja, sehr schön. Ich habe bloß Du überlegt, wie ich kannst das Wasser ja. plätschern lasse. Ja. Aber ja, klar, du hast ja völlig recht. Auf die gleiche Art und Weise habe ich ja hier schon diverse. Ah! Unser schöner Fußboden. Irmgard, komm her, aufwischen! Halt Naja, schon. unser berühmter Game of Thrones-Thron. Ah ja, Das ist hier. immer noch so schön, der Ja, Game mir of wurde auch Thrones. gesagt, ich soll hier mal ein bisschen Gemälde an die Wand ballern. Ja.
Also kannst du ja in der nächsten Folge dann hier noch ein bisschen an deinem Dingsens arbeiten, aber so halt, denke ich mal, kann man einen coolen Sprengler-Effekt noch hinkriegen. Ja, hast du gut gemacht, ja. Ja, vor allem, weißt du, es ist eigentlich total bescheuert, weißt du, ich habe ja schon mal das Dach hier unter Wasser gesetzt und so weiter, ne? Ja. Und das alles nur mit einem Eimer Wasser. Ha, ich hab eine coole Idee, komm mal mit. Wir aber auf mal die Idee, hier einfach oben drauf Wasser auszukippen, bin ich natürlich nicht gekommen. Ich komm mal raus, Draki, komm raus. Ja, wohin denn raus? Ja, zu mir, zum Turm. Bleib mal da so, bleib so. Hui. Doof. Ja, das ist der magische Schutzschild. Krass, wie das jetzt gleich hier runterrauscht. Das ist schön irgendwie, oder? Dass man aus zwei Eimern Wasser so rausholen kann. Ah, sehr schön. Noch ein Eimer Wasser dazu kippt. Warte mal, das ist doch wohl die Härte. Komm mal mit. Was denn? Das läuft durch mein Baudachloch rein. Du hast meinen Hose unter Wasser gesetzt, du Schwein. Ja, ich mach das mal schnell weg. Ich finde das geil in dem Texture Pack. Nee, warte mal, komm mal rein, bevor du das wegmachst. Ich hab's schon weg, das sickert schon. Also, ich finde das so schön. Hier tropft es nämlich so durch zwischen den einzelnen Steinen durch, ne? Das sieht auch sehr geil aus. Guck mal hier. Ja, stimmt. Ja. Aber hört gleich auf. Ich geh duschen. Ich dusche. Lalala. Oder? Ja, das hört auf. Das sickert gerade weg. Tja. Aber so vom optischen Effekt her sieht wirklich aus wie so ein Schutzschild. Das stimmt. So, Frühjahrsputz beendet, alles wieder sauber. Ich finde meine blaue Etage hier ganz cool. Ja, da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Jetzt wird es mir aber langsam zu kalt, ich glaube, wir hören auf für heute. Ja, würde ich auch sagen. Ich bin auch langsam müde, ich habe auch vorhin schon geschrieben auf Facebook, habe ein bisschen Schädelweh heute hier, deswegen... war wahrscheinlich auch die Folge nicht so produktiv und deswegen war ich wahrscheinlich auch zu dämlich festzustellen, dass ich einfach mal Wasser auf eine Steinsäule kippen könnte. Ja, naja, das ist passiert. Ich sag ja, ich bin heute nicht so richtig denkfähig, deswegen nehme ich heute keinen Layton auf, weil das, naja, das will ja keiner sehen. Das ist ja schon schlimm genug, wenn ich denkfähig bin, ne? Ah, stimmt, die Wasserhöhle hier unten ist ja auch noch. Hühnchen hier einmal so unter unserem Berg durchführt. Meine, was wir schon alles gebaut haben hier, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, schon oder hier in dem Berg durchgeht, aber habe ich noch gar nicht weitergemacht mit dem Schiff. Hier draußen natürlich unsere Befestigungsanlage, die total langweilig aussieht, wenn ich dagegen jetzt mal unser Schloss hier halte. Ja, egal, wir machen Feierabend für heute, liebe Leute, und sehen und hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Und die Draki, die macht auch noch irgendwas. Nee, Draki geht jetzt schlafen. So sieht's aus. Draki geht jetzt schlafen. Ich hab hier in meinem coolen... hier... mein Bett stehen in meinem Gästezimmer hier unten in den roten. Insofern, gehabt euch wohl. Gute Nacht.